Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge. Verhungern Sie heute oder holen Sie sich ein Schwert? Mit dabei ist der Stefan. Guten Abend. Und der Jonas. Guten Tag. Und meine Wenigkeit, Mr. X. Also wenn du Mr. X bist, bin ich Mr. Y. Spielen wir jetzt Scotland Yard, ich bin Mr. X, ich hau ab. Ich bin Professor Layton. Also wir haben den König, Professor Layton und Mr. X, okay. Unser neuen MC-Ingame-Namen. Ja. Bevor wieder 1000 Leute fragen, wir spielen auf den Zombie-Server gerade. Zombie-Server. Und das ist Map 3. Die heißt auch so. Und die IP ist zomp. Nee, hg.zompfort.de. So. Weil ich werde immer gefragt. Du hast jetzt nur gesagt, dass du es jetzt nicht in den Kombis beantworten. Ja, weil dann weiß ich es mich nicht mehr, wenn sie mich dann fragen. Weil weiß ich, auf welchem Firma wir gerade waren, wenn ich dann die Folge hochgeladen habe, wenn ich es nicht zufällig in der Folge gesagt habe. Ah, ja. Ja, das Problem ist, wir spielen auch auf verschiedenen Servern. Weißt du noch, welche Aufnahme auf welchem Server war? Ich nicht. Ja. Das sehe ich anhand des Spawns, anhand der Auswahlliste. Anhand der Servers. Maps. Ja, ich renne raus übrigens. Nee, in der Mitte ist mich total scheiße, man kommt nämlich hinter nicht mehr weg. Weil wir gehen durch den? Man verliert nämlich zu viel Zeit da hinten, weil das einfach mit Wasser und so, ne? Ja, klar, ne? Irgendwie ist es dunkel. Okay. Es ist dunkel, es ist dunkel. Ja, es ist dunkel. Ich wollte aufhören, an ein Lied zu denken, was ich die. Welches Lied? War 7 Brücken. Über 7 Brücken musst du. Kennst du das Lied? Ich kenne jedes Lied. Über 7 musst du gehen. Du kennst jedes Lied, so. Jedes. Every fucking song of this earth. Und was von anderen Erden? Die nicht. Die Map ist scheiße, ich habe noch keine Kiste gefunden. Auch nicht. Dabei laufen wir. Ah, da ist eine Kiste. Äpfel, Pfeile, Helm, okay. Ein Anfang ist gemacht. Ich erstechte jetzt alle Leute mit meinem Pfeil. Bei deinen Äpfeln? Ich nehme die Äpfel, die lege ich auf den Kopf und dann ramme ich den Pfeil da rein. Robin Hood, wie hieß der? Nee, Wilhelm Tell. Oh, da ist noch eine Kiste, die habe ich übersehen. Wieder zurück. Ja. Also ich schwimme durchs Wasser, drehe mich um, sehe eine Kiste. Ah, scheiße, wieder zurückschwimmen. Hier ist irgendwie. Boah, hier sind vor hinten seine. Ich lasse die Kiste liegen. Hier ist noch aus dem letzten Game, liegt hier alles noch rum. Von irgendjemandem. Also ja, nicht aus meinem letzten Game, aber von irgendeinem von diesem Server. Oh, ich hab einen Stein. Ein blindes Huhn trinkt gerne Korn. Ich hab alles, was wir brauchen. Leatherpants. Warum sind das denn rote Leatherpants? Interessant, die sind alle rot. Kann man doch färben. Wer hat denn hier in-game gefärbt, bitte? Man kann in-game färben. Ja, aber warum macht das? Wer hat denn Zeit dazu während... Ist egal. Hatte Zeit in einer Survival Games einen Turm zu bauen. Ja gut, wir hatten genug Zeit gehabt letztes Mal, wo wir da unten waren. Da hätten wir auch irgendwelche Romane schreiben können. Ja, einen Turm zu bauen ist aber schwierig, weil da muss man ja Items abbauen und so. Warum sind denn die ganzen Kisten sind alle noch leer? Lol. Also hier war noch keiner vor mir, das weiß ich. Also sind alle Kisten leer, aber dafür habe ich die Items habe ich ja schon. Das ist also kein Problem. Das ist ja klar, das war alles praktisch nicht. Ja. Nochmal reingucken. Nee, was? Nee. Aus nicht nachgefüllt wird. Die sind ja eben, deswegen lagen die Items auch noch letzte Runde noch rum. Ist aber kein Problem. Ich bin ja ausgerüstet, ich habe ja alles. Ich habe nur komplette Rüstung und Schwert. Was will ich mehr? Ich habe noch nicht eine Kiste gefunden. Auch nicht. Ich habe 4 Pilze. Pilze, ich habe Schüsseln, ist also kein Problem. Habe ich Schüsseln? Ja, eine. Ich habe nur rote Pilze. Ich habe nur braune. Braunen. Ich habe 4 braune, aber ich nehme jetzt auch noch 4 rote mit, dann bin ich auch bestens ausgerüstet. So. Irgendwas. Der Bär grillt, also, sondern. Ich habe alles. Der hieß doch so, der Typ, der im Dschungel überlebt hat, oder? So Berggrillt? Ich hab noch eine Brust für jemanden, wenn einer was braucht, und noch einen Kopf. Und noch eine Hose. Und noch einen Kopf. Müsst ihr mir nur sagen, wo ihr seid, dann komme ich zu euch. der war gut. Aha, Alex, also ich bin im Wald. Geil, ich nicht, ich bin am Strand. Oh, da hinten ist eine Kiste unter Wasser, da muss ich hin. Und dann sterbe ich wahrscheinlich dabei, während ich die versuche zu holen. Warum ich die hole? Eine Kiste. Warum ich die hole? Keine Ahnung. Ich bin voll ausgerüstet, aber ich hole diese Kiste. Könnte ja ein Steinschwert drin sein. Genau. Oder Diamant.
Die Wandschwert gibt's hier nicht. Und dann ist es nicht mehr die Kiste, es ist nur ein Sandblock, das sah von weitem aus wie eine Kiste. La 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 la. Dass hier nicht mal in den Baumkronenkisten sind. Das ist ja schon deprimierend. Der König ist schon wieder in den Kronen. Ja, klar. Ja, Professor Layton sucht die Lösung des Falls. Ja, Mr. X hat schon wieder irgendwelche Sachen gefunden, die random rumlagen. Ich bin jetzt auch im Wald. So. Ja, das hilft uns ja jetzt. Ich bin extra zu deinem Wald gekommen. Du wärst da. Bist du weggegangen. Ich bin immer noch im Wald. Aber nicht mehr an der Stelle, wo du gerade gesagt hast, dass du wärst. Seht ihr den Tempel? Seid ihr beim Tempel in der Nähe? Welchen Tempel? Oh, ihr kennt euch null auf der Map aus. Null, oder? Ich hab die damals, als das irgendwie die einzigste war. Ja, es gibt einen Tempel. Das weiß ich. Da stehen vier Kisten drin. Ja. Richtig, da gehe ich jetzt rein. Du legen ein Item auf die Pressure Plate. I know. Und schwimmen nach oben. I know. Ich habe einen Baum draufgeschmissen. Ich habe immer noch keine Kiste gefunden, wenn es wen interessiert. Was ist die Lösung des Falls? Leben nur noch wir drei, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. So kann es natürlich aufgehen. Es sind nur noch wir drei. Das war dann quasi eine No-Action-Folge. Einfach nur. Ja, hallo, ich bin Layton und ich laufe durch den Wald. Hallo, mein Name ist Essedari und ich laufe durch den Wald. Ich hab mich verlaufen. Ich hab eine Kiste. Jetzt seid ihr. Hä? Jetzt sind wir auf einmal wieder 16 remaining? Alles klar. Nein, wir waren doch noch eben in der anderen Map. Und da haben wir verkackt. Ach, da waren noch drei am Leben. Ah, und hier sind jetzt 16 noch am Leben. Wer weiß. Das weiß ich nicht. Ach, die Scheiße. Das ist ganz einfach. Dann machst du mal Slash und dann machst du List und dann siehst du, was noch lebt. 16 Stück bei uns. Wer denn? 16. Grausame List. Sie schlägt wieder zu. Weglöst. List der Kistner. Liste der des Weihnachtsmanns. Eine listige Kiste. So, ich brauch nur noch einen Bogen, dann bin ich komplett ausgerüstet. Das finde ich schön. Ich freue mich für dich. Oh, Arsch! You suck. Hallo? Hier kann irgendwas nicht stimmen. Hast du eine Kiste für mich? Hier sind überall Kisten, die findet keiner, oder was? Ich hab schon vier Kisten. Ich hab schon irgendwie 6, 7, 8 Kisten gefunden und das, was da rumlag, also. Ja, das, was da rumlag. Ich renne gerade wie ein junges Rehkitz durch den Wald. Ja, aber auch ohne, dass da rumlag, hätte ich jetzt trotzdem schon eine komplette Ausrüstung, weil ich habe nämlich noch eine komplette. Ich bin gleich tot. Das ist schön. Wo bist du denn? Gleich tot. Jetzt bist du tot, bist du noch nicht. Ich komm dir zu Hilfe, wo bist du? Wo bist du? Ich kann ja nicht mal mehr laufen. Dein Gegenspieler scheinbar auch nicht, weil sonst wärst du schon tot. Aua! Was das? Okay, ich bin raus. Meister Maxi! Den kill ich, ich räche dich. Wenn ich den finde, kill ich ihn, okay? Ja, mach das. Was hat er für ein Schwert gehabt? Gar keins. Er hat ihn mit einem Mushroom getötet. Yep. Oh mein Gott. Blaze, shame on you. Wieso shame? Warum bist du nicht weggerannt? weil ich keinen einzigen Kugelbeutel mehr hatte. Blaze, was ist das für eine Runde mit dir, ey? Keine Ahnung. Du warst mal besser. Echt? Ja, ich mag die Map nicht. Jetzt alles auf der Map schicken. Na klar, weil das war Map Number 3. Jeder weiß, 3 ist die Knecht. Ich finde keine Gegner. Ich renne mir die ganze Zeit mit der Melone rum und will einen mit Kernen bespucken, aber es ist kein Gegner da. Ich bleibe immer noch bei Zombie-Server, müssen früher Blitze kommen. Nicht erst, wenn nur noch drei leben, weil gerade auf solchen Riesen-Maps findest du nämlich gar keinen. Alex, nimmst du den Weg zurück? Wohin zurück? Spawn? Zum Spawn? Ja, würde ich finden wahrscheinlich. Ja, dann geh mal zum Spawn. Hängst du da rum, oder was? Du willst nur, dass ich dir Ausrüstung gebe. Ja, da hast du. Ach, der Blaze muss wieder zwei Folgen zusammenschneiden. Och, nee, ich weiß nicht, die Folge, vielleicht wandert die auch in den Papierkorb. Warum denn? Wegen... Warum Number 3? Hey zusammen! Ja. Hey zusammen! Siehst du, schon ist die Aufnahme besser geworden.
Oh Gott, wo waren jetzt die scheiß Mitte? Ich mach derweil mal wieder ein bisschen Jump'n'Run. Oh ja. That's geil. Oder so ähnlich. Was haben wir, 10 Uhr? Ja, 10 Uhr gleich. Und wir sind heute ziemlich früh mit Aufnehmen dran, ne? Ich glaube, hier geht's irgendwo zur Mitte. Hier ist doch zumindest dieser scheiß Fluss. Bist du schon in der Mitte? Es gibt, glaube ich, mehrere Flüsse. Ja, aber das ist der, der in die Mitte führt. Was hast du für Sachen an? Eine rote. Bist du gerade zu so Steinen hingegangen? Ne, ich hüpfe hier draußen irgendwo auf dem Wald, im Wald rum. Also mich musst du ja erkennen, ich habe rote Sachen an. Komplett. Von oben bis unten, alles rot. Jetzt hast du deine Tage. Ja. Ich habe rote Sachen an und habe eine Melone in der Hand. Noch Fragen? Ich bin der rote Rächer. Flash! Und ich finde die Mitte nicht. Ich finde eigentlich gar nichts. Ich habe noch keinen Gegner gefunden. Gar nichts gibt's hier. Aber ich muss mal wieder was essen. Weil ich schon mal die Melone in der Hand habe, kann ich es auch gleich essen, oder? Ich kann nicht mehr finden. Ich finde die Mitte nicht. Ich finde keine Gegner, ich finde keine Mitte. Tiere laufen hier auch nicht rum. Ich fühle mich so einsam. Allein. Nach Kisten suche ich schon gar nicht mehr. Renn einfach nur, versuch die Mitte zu finden. Ah, da ist ein Berg. Das muss die Mitte sein. Yeah. Das ist ja der einzige Berg, den es hier auf der Map gibt, Gott sei Dank. Ach, das war der falsche. Irgendjemand hat ein Feuerzeug gehabt. Hier ist mir schon der halbe Wald abgefackelt. Oh, tut mir leid. Du warst das? War ich nicht. Ich war einfach nur drüber. Jetzt muss ich nur noch eingehen. Nein! Oh mein Gott! Jetzt sag nicht, du stirbst, wenn ich jetzt gerade fast bei dir bin. Nein, ich lebe noch. Bin aber den Berg runtergefallen. Wo bist du jetzt? Unten. Ja, dass du den Berg nicht raufgefallen bist, das war mir irgendwie klar. Oh nein, ich bin den Berg raufgefallen. Wer kommt denn da? Es ist... tot. Der Tod. Wie hat sie den Groundhog getippt? Das kann gar nicht sein, die war hier im Wasser. Naja, egal. Vielleicht doch. Genau in dem Moment, wo ich geschlagen habe. Ey, vielleicht ist sie runtergefallen. Aber höchstens zwei Blocks, weil höher war sie nicht. So, ich bin in der Mitte. Wo bist du? Sofort da. Was sofort drauf. Sofort da. Runtergefallen bin. Ich renne ein bisschen in der Mitte rum. Ja, leck. Aber richtig. Ja, auch bei dir auch, okay. Ich bin gerade runtergesprungen zu dem Jump'n'Run und stand dann wieder am Spawn. Cool. Was ist Esse? Wo bist du? Sterbe. Warum? Weil ich keinen Hunger mehr habe. Komm her, du kannst nicht verhungern, glaube ich. Ich hab so viel Nahrungsmittel, komm her. Doch, ich verhungere. Ja. Komm jetzt her. Ich mach dir schon mal eine Suppe. Ich sterbe. Eine warme Hühnersuppe. Hühnerbrühe. Starve to death. Don't starve. Ich hab's doch gesagt, don't starve. Aber nein, du musst natürlich hier wieder. Ja. Jetzt muss ich noch 6 andere Leute suchen, weil ihr seid ja raus. Super. Das kann ja lange dauern. Ach, du schaffst das schon. Ja, klar. Ich glaube an dich. Oh, Chess has been restoked. Das ist ja geil. Ich bin ja gerade in der Mitte. Gucken, was es da noch Schönes gibt. 6 players remaining. Also noch 5 zu killen. Wurde nur mit einem Goldschwert gekillt, das ist gut. Ich habe ja schon ein Steinschwert, ich bin also bis jetzt der Beste. Da stand doch gerade, dass es refilled ist. So, wie sieht das denn aus? Okay, das läuft. Ach komm, die ganzen Schuhe brauche ich alle nicht. Ich tue mir die ganze Ausrüstung hier weg. Ich habe jetzt ein Goldschwert, ein Holzschwert und ein Steinschwert. Ja, dann weißt du ja, dass du mit dem Steinschwert rumlaufen darfst. Ja, ja, und noch 5 Holzschwerter jetzt mittlerweile. Ich habe halt in der Mitte die Kisten geplündert. Aber mir fehlt noch eine Goldbrust, dann könnte ich mich ganz golden anziehen anstatt rot. Ein goldener Rosamund. Der mit Goldschwert, das wäre geil, oder? Ja. Ja, aber dann würde ich trotzdem das Steinschwert nehmen. Ja, stimmt.
Aber ich suche mal eine goldene Brust, dann mache ich das. Obwohl mein Rot natürlich auch nicht schlecht aussieht, ne? Mit der Melone in der Hand. Ja, hat nicht jeder eine rote. Rote, eine rote Route. Ja, warte mal, da bin ich reingekommen, das ist ja plötzlich. Oh, ich muss noch was essen. Melone. Melone. Jetzt habe ich keine Melone mehr, warte, ich muss jetzt wieder zwei neue setzen. Dann ist ja auch irgendwie doof, ne? Dann gibt's gleich rohes Fleisch. Als nächstes. Ich weiß nicht, wie viel Essen ich noch habe. 15 Fische. Ich kann mir 6 Suppen noch machen. Ich habe noch eine Suppe, ich habe noch rohes Pork und ich habe noch rohen Dings, ich habe noch Äpfel. Mein Gott, ey. Ich kann hier verdammt lange surviven. Dann hoff mal, dass die anderen das nicht auch haben, denn sonst wird es ein ewiges Game. Das wird jetzt schon ein ewiges Game, weil ich finde, ich habe noch bis jetzt noch keinen einzigen Gegner, glaube ich, gesehen hier. Bis auf den einen, den ich am Anfang. Ja, doch, als ich gerade hinkam, war ja auch einer, aber die ist ja quasi vor meinen Augen gestorben. Ja. Ja, das ist eben das Problem. Die Dreie ist ja, glaube ich, mit einer der größten Maps, oder? Das kann sein, ja. Lebst du noch, Alex? Ja. Ja, ich habe mir nur kurz. Ich weiß, hast du gesagt. Ist das spannend hier, ey. Spannend. Ja, also, lieber Abonnenten. Durch die Map und such Gegner. Wir suchen gleich eine kleinere Map, ey. Das ist ja schrecklich hier. Du musst deine Nase einsetzen. Verschnüffel die Gegner. Oh, hier stinkt nach Schweiß. Hier muss irgendwo einer sein. Angst, Schweiß. Solange es nicht nach Füßen riecht. Mir riecht's nach Füßen. Lecker. Käsefuß. 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 Käsefuß ist ein guter Fuß. Er schmeckt mit Nutella. Oh. Hier neben mir steht ein Pupsikuchen. Ein Pupsikuchen. Pupsikuchen. Jeder mag gern Pupsikuchen. Der hat doch eiskalt auf den Kuchen geschissen. Ach, könnte der Patch nicht mal ein bisschen schneller applyen? Das dauert extrem. Ja, das habe ich ja gesagt, ne? Der Darus wollte übrigens nachher so um 11 mit LOL spielen, hat er gesagt. Ah nee, der ist nicht gut. Müsst ihr die Leute immer so dissen? Ja. Oh, dissen kann ich auch gut. Noch gut? Ja, alles gut. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ich finde ja keine Gegner, ich laufe hier rum wie so ein Trottel. Alles wird gut, erinnert mich wieder an den Film. Welchen Film? Sagt dir der Film How High was? Nein. Oh mein Gott. Ich haue keine Highs. Nicht? Das ist doch dieser Dingsfilm, ne? Sagt mal, wie viel noch leben. Was heißt das? Ihr könnt auf das Schild gucken. Guck mal auf das Schild und sagt mal, wie viel noch leben. Oh, noch ein Goldschwert, yay. Welches waren wir? Wir waren. 3. 2, 6. Oh mein Gott. Oh, hi. Ich glaube, den kenne ich nicht. Ich kenne nur High School. Er ist relativ lustig. Ich laufe hier durch das Gebüsch. Ich gebe gleich Kill ein hier, weil ich nichts passiert. Das ist ja voll langweilig, wenn man hier zuguckt. Bei mir ist ja schon beim Spielen langweilig. Ja, das stimmt. Solange man nicht verhungert, wenn man Ausrüstung hat, ist es ja relativ gut, aber. Weißt du, ich habe ja Schüssel eine, ich kann mir so viele Pilzsuppen machen, ey, das ist. Ich nehme noch ein paar Pilze mit, falls mir die mal irgendwann ausgehen. Hier wachsen ja überall welche. Alex macht daraus ein Let's Play. Da sind wir wieder auf der Game-Map. Wir versuchen uns mal wieder ein Haus zu bauen, schaffen es aber irgendwie nicht. So, erstmal Holz abbauen. Obwohl, ich kann mir fast ein Haus bauen. Ich habe schon 2 Melonen, also irgendwie, wenn ich noch ein paar finde, kann ich zumindest schon mal eine Tür bauen. Also so ein Tor. Ich suche jetzt Melonen. Ich suche jetzt Melonen und baue ein Tor. Keine Ananassen, sondern. Wer wohnt tief in der Melone? Da. Der Rasa. Rasa. schön. Ich bin begeistert von dieser Map. Boah, ist die riesig. Jetzt bitte da wären, dann könnte man ja wissen, wo die Gegner sind. Weißt du, wenn die nach einer gewissen Zeit einsetzen würde? Aber nein, hier rennt es einfach nur rum.
Nee, erst wenn 3 Spieler übrig sind. Ja, toll. Das nützt aber auf einer Map nichts, wo man 40 Quadratkilometer rennen kann. Aua, bevor man irgendwo ankommt. Ach, so, genug Rohfleisch, ich esse mal ein Steak hier. So. Gebraten, lecker, schön. Well done, natürlich. Oh mein Gott, selbst wenn ich einen finde, weiß ich, ich muss ja dann noch welche suchen danach. La 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 la. Das Schlimme ist ja, vielleicht finde ich einen wahrscheinlich, dann haut er mich einmal oder bin ich tot, weil er das super Imba-Dia-Verzauberungs Penis hat. Genau. Das hat er. Ja, wie soll man denn großartig an Level auf den Maps kommen? Gar nicht, kriegst du nicht. Doch, durch XP-Bottles. Also ich hatte auf dem Server noch keine einzige gefunden. Du kannst hier auch keine XP kriegen, das ist nichts zu zählen. Also auf sehr cool ist es ja so, da gibt es ja, ja die Bottles. Die Bottles of Death. Da bin ich ja immer noch irgendwie Level 15. Level? Achso, XP. Sag, was will der denn von uns schon wieder? Weiß nicht. Ich hab Endnippels. Ich renne jetzt am Strand lang. Boah, ich renne so viel. Ich muss eigentlich schon längst einen über den Weg gelaufen sein. Campen alle so. Ich will. Schreib mal was? Battle am Spawn oder so. Ich weiß gar nicht, wo der Spawn jetzt gerade ist. Schreib einfach mal Battle am Spawn. Dann gehen die hin und töten sie schon mal. Das ist eine gute Idee. Ja, die beleidigen dich. Battle am Spawn. So. Gucken, werden sich dann passiert. Denken, nö, kein Bock, ich versteck mich. Such a pussy, Mo. Ach ja. Ist das spannend hier. Oh, nur noch 5, hey. Meister Maxi ist immer noch da, hat einen gekillt. Und ein Covid-Spawn. Ja, das heißt, ich hab immer noch das stärkste Schwert auf der Map, das ist gut. Eisen? Katzen, seid ihr bescheuert oder was? Ja? Mein Gott, ey. Katzenrandale! Oh, hier hinten war ich noch nie. So schön, wenn man wieder noch was Neues entdecken kann auf der Map. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Nix. Aha, das hätte ich mir auch denken können. Aha, was ist denn da? Da gehe ich jetzt hin. Eine Höhle. Eine Höhle. Weißt du, Blaze-Höhlen, ne? Kennst du? Ja. Oh, hier war schon einer. Die Kiste ist leer. Höhlen sind immer gut. Wenn ich in Survival-Games hier in Höhlen reingehe, ist immer Spaß. Ich komm nicht mehr raus. Ja, ich geh mal lieber wieder raus, du hast recht. Ich liebe solche Maps, die sind so gebaut, dass man echt auch in so Höhlen reingehen kann, wo man nicht mehr rauskommt. Zum Kotzen, echt jetzt. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich bin ein junges Reh, ich hüpfe über die Wiese. Oh, Arne Mertens hat das Game geliefert. Das heißt, wir sind nur noch 4, ne? Das heißt, noch einer muss noch sterben. Für die Blitze, oder? Schön, oder? Ja, ist herrlich. Wir nähern uns dem Ende. Nach 40 Minuten Hunger Games. Aber eigentlich könnte ich mir auch eben schon was zum Trinken holen, bis du fertig bist. Kannst du machen, ja. Darf ich mal an, noch was zu trinken? Ne, ihr könnt nicht gleichzeitig gehen, dann kann ich mich mit keinem mehr unterhalten, dann wird das langweilig. Das stimmt. Ihr müsst nacheinander gehen. Alex. Ja. Was ist los, Esse? Mach irgendwas Spannendes. Ich kletter jetzt hier hoch. Und wenn ich oben bin, springe ich einfach runter. Dann ist das auch zu Ende. Such a badass. Oder ich kletter einfach noch höher. Das ist eine gute Idee, oder? Immer höher, immer höher. Lalala, immer höher. Schreib mich unnütze Leute auf deinem TS an. Echt? Eine Frechheit. Ich gucke 20 Nachrichten. Alex bei mir. Da? Ist Alex da? Nein. Nee, wir sind hier oben nur in Aufnahmelatrine, weil, Waldbaum. Weil, wir müssen. Ist doch eine Latrine. Ah, herrlich hier. Dieser Berg, wo ich jetzt drauf bin, ist absolut geil. Geh mal da hinten zu der Brücke. Da war ich auch noch nicht. Zu dieser Holzbrücke?
Ja. Pass auf, da sind ganz viele Kisten und da bin ich auch gestorben irgendwo. Cool, dann kann ich ja deine Items aufheben. Jetzt machen wir mal gerade eine neue Suppe. Herrlich. Pilzsuppen sind doch lecker. Ja, ja, alles andere habe ich fast jetzt schon aufgegessen. Ich renne hier durch die Map und springe die ganze Zeit. Oh, Holzbrücke. Yeah, einfach drüber jumpen, ohne hinzugucken. Oh, Loch. Oh, Loch. Oh, Loch. Oh, mein Gott. Oh, noch mehr Löcher. Oh, wow. Wow. Verdammt, ich bin rübergekommen, ohne zu sterben. Verdammt. Weißt du, die Map ist so groß. Wenn jetzt einer stirbt und es kommen Blitze, sehe ich die wahrscheinlich nicht mal. Weil die so weit weg sind. Ja, ich glaube, zwei davon werden sich eh nicht töten, weil die identischen Namen haben. Oh, ah, Blitze! Yeah, da vorne war ein Blitz. Dieser Unterstrich Lennart Tu ist ja wahrscheinlich zu Team mit Unterstrich Tu Philipp Tu Unterstrich. Das kann natürlich sein. Ich bin halt Professor Layton, ich muss halt so sagen. Ah, die sind gerade im Spawnberg. Okay, da komme ich jetzt aber gerade gar nicht hin. Ich bin nämlich hier irgendwo kurz scheiße. Ich bin so hoch, ich bin so doof geklettert, dass ich jetzt nicht mehr runterkomme und nicht mehr rauf. Ist geil, oder? Ah, das ist natürlich richtig toll. Ich muss jetzt springen und dann bin ich tot. Moment, ich kann unterwegs eine Melone unter mich setzen und dann hoffen, dass ich da drauf lande. Nein! Oh, ich habe noch ein Herz. Hui. Alles gut. Ich hätte natürlich auch die Enderperlen nehmen können, um runterzukommen, aber das wäre zu einfach gewesen. Nein, lieber mit dem Melonen-Backpack. Spawnfight in 3. Ich komme. So. Schau damit, was die gekillt worden sind. Oh, ich muss mich erstmal recken jetzt. Wundenswort, okay, nehme ich auch nur ein Wundenswort in die Hand, damit die nicht sehen, dass ich ein anderes habe. Wieso brennen hier eigentlich alle? Weil die in Lava gestorben sind. Death Cube verstanden. Alex, du bist such a badass. Wieso? Dann weil ich noch... Wooden Sword Clan. Ja, ne? Oh, da haben sich... Die haben sich gegenseitig gekillt, ja. Mit einem Steinschwert. Die Namen sind ziemlich identisch. Ja. Komm, bitte. Sag mal, ist das hier ein Kupplertreff auf dem Server? Wo wohnst du, Nele? What the fuck? Yannick, du kennst ihn. Alex, ach, sie wohnt zu Hause. Du kennst... Nein! Ich hab verloren. Verdammt. Alex, tschüss. Du kennst doch Triple V, ne?